Heute habe ich für euch Karotten, Kartoffeln, Gemüse in einen Topf. Braucht ihr alles für eure Vorbereitungen? Bei jeder Vorbereitung immer gut die Hände waschen. Stelle ich meinen Topf mit heißem Wasser auf. Meist die Herdplatte an. Kipp den Topf auf die Herdplatte. Daraus mache ich meine Suppenbrühe. Dann habe ich meine Kartoffeln geschält. Karotten geschält. Als erstes meine Kartoffeln geschnitten. Meine Karotten geschnitten. Bei der Zwiebeln zieht ihr das einfach ab. So, ganz einfach. Dann die Zwiebeln geschnitten. Und noch Lauchzwiebeln geschnitten. Dann alles schön in den Topf gemacht. Verrührt und köcheln lassen. Ihr habt da das Rezept. Frisch und lecker. Und Mahlzeit, meine Lieben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag.